ein Haus im Herbst. Ob es für das Gebäude einen zweiten Frühling geben wird, ist ungewiss, denn der Fachwerkanbau des Wasserschlosses in Treis droht zu verfallen. Erste Schätzungen beliefen sich auf 1,2 Millionen Mark Sanierungskosten. Geld, das die Gemeinde nicht hat. Die IGBler vereinbaren eine Begehung mit dem Bürgermeister. Händeringend sucht die Gemeinde derzeit einen Käufer, einen Investor. Ein Überlebenskonzept für das Haus aus dem 17. Jahrhundert. Weder Abriss noch Rückbau des Hauses sind für die IGB eine Alternative zur Sanierung. Zu viele alte, intakte Häuser mussten grundlos weichen. Zum Glück für die Stadt paart sich in dem Verein Engagement mit Fachwissen. Denn Jürgen Rust ist Bauingenieur und so sieht er nicht nur den Verfall, er sieht vor allem die Substanz, die aufzubauen sich hier in Treis durchaus auch wirtschaftlich lohnt. Vielleicht sind Worte wie die des Bürgermeisters von Treis ja richtungsweisend, auch für viele andere geschichtsträchtige Gebäude. Ich denke, dann werden wir das Haus auch erhalten. Ich hoffe, dass unsere Stadtverordnung das so beschließt.